So. Also lecker. Ach du Scheiße, wir sehen uns ja selbst. So schlimm, wisst ihr nicht? Ah doch, ich finde das super. Aber dann guckst du die ganze Zeit an. Ja, guck mich an. Ja, ja. Wenn es nicht so schlimm ist. Wie so wie wir, glaube ich. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Voll. Ja. War ich schon mal in Salzburg eigentlich? Haben wir vorhin überlegt, ich glaube nicht. Nee. Also so privat nochmal? Ja. Habt ihr irgendwas gesehen heute schon? Oder? Noch nicht. Die Felswand da. Ist beeindruckend, oder? Ja, die ist wirklich schon beeindruckend. Das ist ganz schön massiv und mitten in der Stadt anscheinend. Ja. Und was gibt's bei uns nicht? Nee. In Kassel? Nee. Nee. Da gibt's nur so kleine Wege. Aus ähnlich große Stadt wie Salzburg, würde ich sagen. Echt? Ja, ja. Ich weiß nicht. Wie ich glaube, ihr habt 20.000 Einwohner, oder? Ja. Salzburg hat gleich 140.000. Ich weiß es nicht richtig. Sie setzt sogar kurz vor. Dann kommen wir mal zu meiner ersten Frage. Clemens, du hast mal gesagt in einem Interview, dass es für dich nicht in Frage kommen würde, auf Deutsch Musik zu schreiben. Warum das? Traust du das nicht zu? Oder woran liegt das? Oder? Ja, ich würde mal sagen, ich kann das nicht. Also ich kann. Nee. Nee. Also, oder ich finde es halt ziemlich schwierig. Okay, gibt es im Moment vielleicht irgendwie ein paar deutschsprachige Acts, wo du sagen würdest, so richtig? Weil ich habe auch mal gelesen, dass du gleich nur außen sieht, jetzt nicht viel deutschsprachige Musik. Nee, also oder ich finde es halt ziemlich schwierig. So. Okay, gibt es im Moment vielleicht irgendwie ein paar deutschsprachige Acts, wo du sagen würdest, so richtig? Weil ich habe auch mal gelesen, dass du gleich nur außen sieht, jetzt nicht viel deutschsprachige Musik gehört hast auch. Ja, wenig. Materia ist ganz cool. Ansonsten kenne ich auch nicht so viel. So. Jetzt gerade was kommt, ist Annemarie Kant, war ganz cool. Von Lyrik. Von der Lyrik her finde ich. Ja, auch in der Lyrik. Das ist ganz gut. Aber ich finde es halt auch echt schwierig, irgendwie gute Texte auf Deutsch zu schreiben, die gut klingen und nicht so. Ja, halt so die Bilder schaffen in Deutsch, nicht so leicht, finde ich.